Was hat Sie motiviert, heute herzukommen? Naja, ganz einfach. Ich habe den Kanzler erlebt vor 2 oder 3 Jahren in Wien in der Hofburg bei einer Veranstaltung. Da war er noch Chef der ÖBB und da ist er sehr überzeugend aufgetreten. Und ich hoffe, dass er diesen Schwung auch in der SPÖ beibehält. Und was erhoffen Sie sich jetzt inhaltlich vom Kanzler, dass er heute präsentiert? Ja, dass heute mal konkret wird und dass er sich, ja, dass er was präsentiert, auch einen Fahrplan, der realistisch ist und der nicht nur von, ja, wie soll man sagen, schönen Weltbildern träumt, sondern auch wirklich realisierbar werden könnte in den nächsten Jahren. Ja, wie gesagt, durch Mut, auch tatsächlich sozialdemokratische Politik zu machen, mit Visionen zu überzeugen, die wirklich in die Richtung gehen und nicht nur, er hat ja angekündigt, in Wels die Rede zu machen, weil er FPÖ-Wähler auch wieder davon überzeugen will. Ich hoffe, dass das nicht nur die einzige Motivation ist, Wähler zurückzugewinnen, sondern auch die Stammwähler wieder zu überzeugen. Dass die Linie jetzt einmal wirklich vorgegeben wird, nachdem ja divergierende Strömungen auch sind innerhalb der Partei und wir können es uns nicht leisten, dass wir auseinanderdriften. Wir müssen alle gemeinsam vorwärts voran, muss ich sagen.